habe nur noch 40%. Wo ist eigentlich mein Netzkabel? Oh Mann, mein Netzkabel! Oh nee, ne? Habe ich das zu Hause vergessen? Oh, das kann jetzt nicht sein, ne? Oh! Ich glaub's nicht. Ich habe mein Netzkabel vergessen. Laptop ist das Wichtigste, was ich habe. So ein Mist. Ja, hi Patrik, grüß dich. Ja, alles klar. Wir sehen uns dann nachher, ne? Ach, schickst mir noch den Standort rüber? Alles klar. Also dann, bis später. Ciao. Ja, jetzt fahren wir zum Autohaus Brunnhuber und werden dort ja die Firma ein bisschen vorstellen in einem Videobericht, und gleichzeitig werden wir noch ein Video über einen Jeep drehen, aber lasst euch überraschen. Hallo liebe Campingfreunde, heute werde ich euch mal zeigen, was ich so in meinen Alltag so, ja, businessmäßig treibe, weil das hier ist ja eigentlich mein Hobby, und heute werden wir den Herrn Brunnhuber interviewen, und ach ja, und da kommt schon unser Chefredakteur, der das Interview führen wird. Hallo Patrik, grüß dich. Servus, grüß dich. Also gehen wir mal hinein. Ja, das war jetzt das Interview mit dem Herrn Brunnhuber. Habt ihr mal so einen kleinen Einblick bekommen, und wir haben gleichzeitig auch noch ein Fahrzeug vorgestellt. Späterhin werden wir dann noch mal ein paar andere Hybride vorstellen. Also es lohnt sich auch mal auf Motorzeitung reinzuschauen. Und ja, jetzt kommen wir noch zum nächsten Set. Also bis später. Dann kommen wir zum zweiten Set, ne? Ja. Grüß dich, Detlef. Dann schauen wir mal. Was hast du denn da Schönes mitgebracht? Ja, da haben wir unsere Victorias. Ja, die E-Adventures. Genau. Und das Fahrzeug stellst du jetzt einfach mal vor, würde ich sagen. Ja. Okay. Der Patrik bereitet gerade das E-Bike vor. Das ist ja unser Chefredakteur von der E-Bike-Zone. Und ja, dann machen wir einen Fahrbericht, den stellen wir dann auf YouTube und natürlich in dem Magazin E-Bike-Zone. Und ja, es ist immer so ein bisschen Vorbereitung, wie ihr seht. Man kann das Fahrzeug natürlich vorher reinigen, aber wenn man auf der Straße unterwegs ist, dann ist es nicht so einfach. Und ja, schaut selber, was wir machen, ne? Jetzt zeige ich euch, was ich so tue, was so ein Bike-Redakteur, ein Chefredakteur von einer E-Bike-Zone machen muss. Er wird sich zum Beispiel dieses niegelnagelneue Fahrrad nicht nur ansehen, sondern ich werde damit jetzt auch richtig rumfahren. Ich gehe mit einem Bike immer an die Grenzen ran. Warum? Weil ich das Bike in jedem Bereich mal austesten möchte. Auf der Straße, aber auch auf dem Feldweg. Ich möchte damit mal durch den Wald fahren können. Ich möchte damit auch mal einen Hügel rauf und runter fahren, über Wurzeln fahren können. Und das E-Bike hier hat ein enormes Potenzial. Und wie ihr sehen könnt, das E-Bike hier ist ein SUV-E-Bike. Also sprich, angelehnt an diesen SUV-Begriff, nicht nur geländegängig, sondern auch in der Stadt wunderbar zu haben. Geländegängig heißt, dass es eine Federung vorne hat, relativ breite Reifen, die überall sehr gut Grip haben und zusätzlich aber auch die Bequemlichkeiten, die ich in der Stadt brauche, nämlich ein Schutzblech, Lichter und natürlich, was macht ein E-Bike aus? Einen richtig guten Motor mit einem tollen Akku, 625 Wattstunden. Die Bosch Combo, das heißt also hier haben wir den CX-Motor. Wenn euch dieses Video gefallen hat, hinterlasst einen Daumen hoch. Ja, und ihr wisst schon, wenn ihr noch weitere Videos auch von diesem Kanal schauen wollt, abonniert den Kanal und wie immer die Glocke nicht vergessen. Also ich wünsche euch noch weiterhin viel Spaß auf diesem Kanal. Bis bald!